Gut, Leute, dann bin ich wieder zurück zur COD Cold War und wir werden jetzt noch das Wahrheitsende machen und ich habe hier extra noch einen zweiten Spielstand, wo ich ja die Wahrheit genommen habe und wir werden jetzt noch das andere Level spielen, der letzte Countdown. Bell hat die Wahrheit über Persos Aufenthaltsort gesagt und führt das Team zu den Slowetski-Inseln vor der Küste im Norden Russlands. Ja, bin mal gespannt, was hier jetzt passiert. Jupp, und Soldat, let's go. Persos. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich? Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Das endet jetzt. Wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Woods. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Park und Azar. Du kriegst deine Chance. Noch 2 Kilometer bis Solovetsky. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Starfish im Anflug. 400 Knoten. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Und hier beginnt der letzte Krieg in Solensky. Ich hab's richtig ausgesprochen. Oh mein Gott, das beginnt jetzt schon mal richtig heftig. Ja, den krassen Granatenwerfer, den man sogar im Multiplayer spielen kann. Hoffentlich sterbe ich hier nicht. Das Teil ist am Arsch. Wir müssen alle raus. Okay. Okay, raus. Also hier in dieser Mission werden wir wahrscheinlich die Atombomben aufhalten. Vielleicht töten wir auch Perseus. Mal gucken. Okay, wer braucht? Los jetzt, los. Mitte M14. Meine Lieblingswaffe. Also hier in dem Spiel. Das Ding in die Luft. Warte kurz. Das steht mir im Weg. Gott, ich kann. Einmal C4. Zack. Und an damit. C4 ist scharf. Ich weiß. Bin ich ja. Gute Arbeit, Bell. Auf zur Kirche. Gut. Oh, der wollte jetzt reinmarschieren. Verstanden, hier ist Hudson. Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Komm, mach! Nein. Okay, wir müssen noch ein Abwehrsystem ausschalten. Dann kann die Luftabwehr rauffeuern. Verstehe, das wird ja nicht schwer. Ich bin ein Master.
Oh, 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 oh. Juggernaut. Ja, wird schwierig. Jawohl. In der Brust immer anzugreifen ist gut. Noch 5 Minuten, bevor ganz Europa atomisiert wird. Beeilung! Ich hab jetzt zweimal die Schrotflinte. Ja, Edda schießt ihn nochmal weg. Alter, Edda! Guck mal, der ist da schon, aber schießt ihn nicht mal weg. Was ist denn mit dem? Wir haben nur noch 5 Minuten, bevor ganz Europa atomisiert wird. 5 Minuten? What the fuck, das schaffen wir doch niemals. Wenn doch, sind wir krasse Speedrunner. Edda, siehst du das? Kurz, uns läuft die Zeit davon. Ich muss Hudson den Startbefehl geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kamm. Fuck, Alter. Die heißen uns ein hier. Hol dein Team darauf, Edler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Beeilt euch besser, verdammt. Dieses scheiß Geschütz nervt mich gerade. Befehle bestätigt. Was hab ich? Warte, warte. Jeden Moment hier sein. Keine Minigun. Koordinaten bestätigt. Eine Minute bis zum Bombenangriff. Was, hinter mir war noch einer? Bruder, da hast du einmal einen Minigang und da freust du dich so sehr, dass du vergisst, dass hinter dir war einer. Koordinaten bestätigt. Eine Minute bis zum Bombenangriff. Ja. Oh, oh. Verdammt nochmal, ich muss mich beeilen. Das ist unsere Chance. 50 Sekunden. Und weg mit euch. Da. Bodenteam, das Gebiet ist heiß. Ihr seid zu nah dran. Wiederhole, ihr seid zu nah. Wir müssen weg, sofort. Okay, C4 ist dran. Oh, oh. Alter, Bell, lauf. Oh mein Gott. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben! Hilf mir mal! Nimm meine Hand, Bell. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, nach seiner Gefangennahme konnten wir Kasim Javadi überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, für uns zu arbeiten, statt gegen uns. Arash Kadivars Tod bedeutet für Kasim die Chance, selbst Chef des Netzwerks zu werden. Er wird uns mehr über die sowjetischen Aktivitäten im Nahen Osten verraten. Und dank unserer Ressourcen sollte er noch jahrelang in der Lage sein, das örtliche Geschehen zu beeinflussen. Was ist mit Anton Volkov? Nach seinem Tod sahen gewisse Elemente in der DDR eine Chance, den Einfluss der russischen Mafia in Ost-Berlin zu schwächen. Vor 2 Tagen durchsuchte die Stasi bei einer groß angelegten nächtlichen Razzia die Wohnungen aller Kontakte von Volkov. Männer, Frauen und Kinder waren verschwunden, noch bevor die Sonne aufging. Das ist für die sowjetischen Untergrundaktivitäten in Europa ein herber Rückschlag. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna?
Wir konnten die Überreste der Agenten Azulay und Park aus der Anlage in Kuba bergen. Ihre Särge sind unterwegs nach Tel Aviv und London. Präsident Reagan hat persönlich die Familien kontaktiert. Wir haben mit dem MI6 geredet. Die sind verständlicherweise unzufrieden. Wir schulden ihnen was. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nun, wir haben Eldridge erwischt, diesen verdammten Hurensohn. Perseus Netzwerk ist aber noch intakt und sie werden sich neu aufbauen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rudnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten auch einen von Rudniks wichtigsten Leuten das Klo runterspülen. Da sind noch ein paar, aber irgendwann landen auch die in der Kanalisation. Tja, Sie sind ein echter Wortakrobat, Hudson. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Der Scheißverräter. Selbst wo wir die Wahrheit gesagt haben und das Gute verbracht haben, er schießt uns trotzdem. Hoffentlich haben wir ihn mit in den Tod gebracht. Und ich glaube, das war's auch jetzt hier mit dem Wahrheitsende. Genau. Und auch hier in diesem Video, also letztes, das ist ja das letzte Video, kann ich auch mal die Meinung rausgeben. Davor konnte ich ja nicht, weil ich noch nicht alle Enden hatte. Erstmal mit einem Wort gesagt, fantastisch. Das war irgendwie die beste COD-Kampagne, die ich jemals gespielt habe. Vor allem, wenn wir uns jetzt die aktuelle Kampagne angucken, also Modern Warfare 3, bin ich froh, dass ich Cold War gespielt habe. Wirklich, es war die actionsreichste und beste Kampagne. Story, fantastisch. Und die Level waren auch immer mega fett. Natürlich, manche gab es so, da immer nur Geballer. Aber es gab halt auch so Level wie bei der DDR, wo du dich da durchschleichen musstest, durch die Stasi-Leute. Oder jetzt dieses KGB-Level, wo du ja einen Schlüssel suchen musstest und du konntest so viele Möglichkeiten hattest du, um diesen Schlüssel zu bekommen oder halt um andere Sachen zu machen. Das war halt mega, mega geil. Aber auch die Ballereien haben echt Spaß gemacht. So, die Charaktere waren alle geil. Ich fand Wood zwar am besten. Natürlich den Kannemann auch schon. Die Endings fand ich richtig geil, dass sogar am Ende noch gesagt wird, was du alles gemacht hast. So, wenn du jetzt zum Beispiel quasi getötet hättest, dann wäre das nämlich am Ende gesagt worden. Das ist cool, dass da alle Entscheidungen nochmal ausgewertet wurden. Und halt auch diese verschiedenen Endings, wie halt das Lüge-Ende oder das Wahrheitsende, dass das überhaupt möglich ist. So, bei einer COD-Kampagne ist es nicht selbstverständlich. Und da finde ich das richtig geil, dass
Raymond Software sowas rausgeholt hat. Echt mega geil. Ich gebe der Kampagne sogar eine 9 von 10, echt. Sie ist aber ziemlich kurz, also wir haben das jetzt nach 12 Folgen haben wir jetzt alles fertig. Zwar könnte ich jetzt nochmal die ganzen Beweise finden und so und die ganzen Sequels und was weiß ich, aber es sind halt nur so Kleinigkeiten, die kriegt man in einer Stunde wahrscheinlich fertig. So, und da lohnt sich das jetzt auch nicht. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ein lohnenswerter Titel. Code War, also kann ich nur empfehlen. Und Kampagne, einfach nur beste. Vor allem die Cutscenes haben mir echt gut gefallen, auch wenn diese gerenderten Cutscenes echt wenig vorkommen. Also wir hatten jetzt insgesamt 3 nur davon, also wirklich nur 3. Ich dachte jetzt beim Lügenende kommt da noch eine gerenderte Cutscene, aber nein, es kamen leider nur 3. Schade, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, also damit war es auch hier, wir überspringen mal Escape. Damit war es auch mit Code War, mit der Kampagne. Mal gucken, ob ich irgendwie den Zombie-Mode noch spiele oder so, aber ansonsten habe ich keine Pläne mit Code War. Wahrscheinlich werden wir im März mit der MW3-Kampagne auch beginnen. Hier können wir nochmal die Beweisstücke alle angucken. Aber ist jetzt auch nicht großartig wichtig. Wir sind fertig mit der Kampagne. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Haut rein. Ciao, ciao.